Hallo, herzlich willkommen bei musikmachen.de. Mein Name ist Nico Brandenburg. Ich teste heute für euch den Rockbass bei Warwick Streamer LX in der Fretted und der Fretless Version. Schauen wir uns mal an, wie der Bass aufgebaut ist. Wir haben einen dreistreifigen Ahornhals, der mit Ikanga-Furnier Trennstreifen, die dazwischen liegen. Wir haben einen höhenverstellbaren Sattel. Das Griffbrett ist aus Palisander in der Fretted-Version mit 24 Jumbo-Bünden. Wir haben eine aktive Zweiband-Elektronik sowie passive Tonabnehmer in einer Precision-Jazz-Kombination. Die Tonabnehmer nennen sich Dynamic Correction von der Firma MEC. Und hier die typische Aufhängung von Warwick, die Seitenaufhängung mit Brücke. Der Body ist aus Carolina-Holz. Das ist eine Kiefernart, die den Vorteil hat, dass sie sehr leicht ist. Die Bässe wiegen jeweils nur 3,6 Kilo. Der Unterschied zum Fretted ist, zum Fretless ist noch, der Fretless hat ein Griffbrett aus Tiger Stripe Ebenholz und hat seitliche Markierungen am 1., 5., 7. etc. Bund. Hören wir uns das Ganze mal an. Gerade haben wir den Bass gehört mit